Hallo liebe Parkkundinnen und hallo liebe Parkkunden. Heute mache ich mit euch ein Rezept aus roten Linsen und Hirse. Rote Linsenbällchen aus dem Ofen. Die roten Linsen sind wunderbare Eiweißlieferanten und für alle geeignet, die nach Ersatz von tierischen Eiweißquellen suchen. Veganer, Vegetarier und für alle, die darauf achten möchten, nicht jeden Tag tierische Produkte zu verzehren. Was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. 200 Gramm rote Linsen, gekocht und ausgekühlt. 80 Gramm Hirse. Die Hirse mit kochendem Wasser übergießen, etwas Salz dazu, etwas Gemüsebrühe dazu und auch diese auskühlen lassen. Dann braucht ihr noch einen Esslöffel Kokosöl in einem kleinen Topf erhitzen, dazu zwei kleingeschnittene Zwiebeln, ein Esslöffel Tomatenmark und einen Esslöffel Paprikamark zusammen anbraten und ebenfalls auskühlen lassen. Das Ganze mischen wir jetzt in der großen Schüssel zusammen und formen kleine Bällchen daraus und dann kommt das Ganze ab in den Ofen. Deswegen den Ofen ruhig schon mal vorheizen auf 160 Grad. Und dann starten wir. So, ich habe euch jetzt alles zusammen schon mal in der Schüssel verrührt. Die roten Linsen, die Hirse und die angebratenen roten Zwiebeln mit dem Paprikamark und dem Tomatenmark. Gewürzt habe ich einmal mit Kreuzkümmel. Hier vorsichtig sein, sehr, sehr stark im Geschmack, aber gibt einen wirklich, wirklich leckeren Geschmack. Und zur Schärfe mein Pulpebär, meine Chiliflocken. Auch da, je nach Belieben, mehr oder weniger. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, ich habe noch eine kleine Frühlingszwiebel kleingeschnitten. Auch die mit dazu. A für den Geschmack und B ganz einfach wegen der Farbe. Nochmal schön vermischen. Und ihr merkt es auch schon, die Masse wird etwas fester und genau so wollen wir es haben, um nachher diese Kugeln daraus zu formen. Dann starten wir. Wir formen jetzt aus unserer Masse runde Bällchen. Nehmen etwas weg davon. Die werden nie ganz rund, natürlich nicht, aber so gut wie es eben geht. Und ein kleiner Tipp, je kälter ihr das Ganze werden lasst, desto besser werden nachher oder desto besser könnt ihr das Ganze nachher in eine runde Form bringen. So, ab auf unser Backblech. Nochmal schön zurecht machen. So, wunderbar. Und die halten auch tatsächlich. Und so macht ihr das, bis ihr die ganze Masse verarbeitet habt. Ich zeige euch gleich noch, wie das Ganze dann aussieht, kurz bevor es in den Ofen kommt. So, schaut, so sehen sie aus, wenn sie fertig für den Ofen sind. 20 Minuten in den Ofen und dann das nächste Blech vorbereiten. Das Ganze könnt ihr zu Salat essen oder einfach so als Snack zwischendurch, auch Frühlingsquark. Es geht alles Mögliche dazu. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei und es schmeckt euch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!